Ich bin die Präsidentin von CIVEX. Und CIVEX ist zuständig für die Migrationspolitik, die im Augenblick eine große Rolle in unserer Diskussion spielt, für Nachbarschaftspolitik, für Sicherheitspolitik, für die Unionsbürgerschaften. Und sie ist zuständig für Kohäsionspolitik und sie ist auch zuständig für den gesamten Bereich der Außenbeziehung. Das beinhaltet unter anderem auch die östliche Partnerschaft und die Partnerschaft der Mittelmeerländer. Also man kann sehen, das ist schon eine ganze Menge zu tun. Ich komme ja aus Hamburg und Hamburg ist ein Stadtstaat und als Mittelpunkt einer Metropolregion von Schleswig-Holstein bis nach Niedersachsen sozusagen die Hauptstadt. Und wir profitieren im Bereich der europäischen Sozialfonds von Maßnahmen, die wir im Bereich der sozialen Stadtteilentwicklung gemacht haben. Und wir sind auch Profiteure einer Verkehrspolitik, die es uns ermöglicht, dass wir zum Beispiel Autobahnen so ausbauen, dass Pendlerströme gut nach Hamburg kommen oder auch aus Hamburg herauskommen. Das sind Maßnahmen, die nicht nur bei uns in Hamburg gemacht werden, sondern auch für unsere Nachbarländer unmittelbar positiv sind. Meine Region kann natürlich dadurch profitieren, indem sie mehr Anträge stellt. Aber wir sind in vielen Diskussionen uns darüber einig geworden, dass man Europa auch als ein Ganzes sehen muss und dass man erkennen muss, dass es Hamburg als einer Region sozusagen in der Mitte oder im Norden Europas sehr, sehr gut geht wirtschaftlich. Und dass wir wissen, dass es viele Bereiche in Europa gibt, in denen es den Leuten nicht ganz so gut geht. Und deshalb sehen wir es eher als so gesamteuropäischen Zusammenhang und würden nicht sagen, dass wir Hamburger jetzt an vorderster Front sein müssen, wenn es um die Beantragung von EU-Fördergeldern gehen soll.